Herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde in meinem Musikzimmer. Heute spielen wir ein schnelles südamerikanisches Lied, Un Poquito Cantas. Ein bisschen singen, es ist ein Sommerlied und das versetzt uns in eine fröhliche Stimmung. Un Poquito Cantas stammt aus Mittel- oder Südamerika und es hat auch einen südamerikanischen Rhythmus. Das heißt, bevor wir anfangen zu spielen, sprechen wir den Text. Un poquito cantas, un poquito cantas. Weiter geht's, ich mach's euch einmal vor. Un poquito bayas, ein bisschen tanzen. Un poquito lelola, ein bisschen lelola. Con un canario, wie ein Kanarienvogel. Von vorne, wir sprechen und klatschen den Text. Am Anfang kommt die Pause. Un poquito cantas. Un poquito bayas. Un poquito lelola. Con un canario. Und dann kommt der Refrain. Lelola, lelola. Lelo, 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 la. Und dann gleich nochmal. Lelo, la. Lelo, la. Lelo, lelo, la. Die linke Hand braucht nur zwei Akkorde, den D-Moll-Akkord, D-F-A und den A7, Cis-G-A. Fangen wir an. Der vierte Finger liegt auf dem A. Ihr seht, es steht im Viervierteltakt. Am Anfang steht eine Achtelpause. Das ist dieser Rhythmus. Un poquito cantas. Un poquito cantas. Wir spielen das jetzt dreimal. Un poquito cantas. Die nächsten zwei Takte. Un poquito bayas. Und nochmal. Un poquito bayas. Takt 5. Un poquito lelola. Nochmal Takt 5 und 6. Un poquito lelola. Immer noch die Töne. A, 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 A. Takt 7 und 8. Nochmal Takt 7 und 8. Con un canario. Da steht zuerst die Pause. Pause. Canario. Wir spielen von vorne bis dahin. 1, 2, 3, 4. Un poquito cantas. Un poquito bayas. Jetzt brauchen wir noch die zwei Akkorde in der linken Hand. Das ist DFA 531 und der andere, da gehen wir mit dem
kleinen Finger einen Halbton tiefer aufs Cis, statt dem Mittelfinger den Zeigefinger aufs G und der Daumen bleibt, wo er ist. Also Cis, G und A. Und er wechselt sich ab wieder mit D, F, A. Und wieder Cis, G, A. Und wieder D, F, A. Wir spielen jetzt und üben das ein bisschen, jeden Akkord zweimal. D, F, A. Und Cis, G, A. Zurück zu D, F, A. Und nochmal Wechsel. Und nochmal Wechsel. Wenn ihr euch mit dem Wechsel sicher seid, dann können wir anfangen, das Lied mit zwei Händen zu spielen. Die linke Hand fängt an. Also, wenn ich klopfe, geht der Rhythmus so. Eins und zwei und drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Schwierig ist nur der Anfang. Eins und zwei und drei, vier. Also links, rechts, rechts zusammen, rechts. Eins. Gleichen Rhythmus, der A7 beginnt und mit der D-Moll-Akkord. Takt 5 und 6 einmal. Links, rechts, rechts, links, Canario. Canario. Takt 9. Jetzt wird es wieder einfacher. Das war Un Poquito Can Das. Ich hoffe, meine kleine Spielhilfe hilft euch, das Stück schnell zu spielen. Ich sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.